Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Und heute geht es hier mal um ein etwas anderes Produkt. Und zwar um ein Spielzeug. Ich war letzte Woche auf der Suche nach einem Geschenk für meinen Neffen. Da bin ich ganz unerwartet auf den Beat Hero von Digitoys gestoßen. Jetzt stellt sich die Frage, weshalb zeige ich euch das hier? Ganz einfach, das Ding ist einfach mega. Also man könnte sagen, Spielzeugauto trifft auf DJ-Sampler mit integrierter Lichtshow und extrem coolen Features. Neben dem, wie ich finde, echt schicken Design, gibt es dann in Summe 1, 2, 3, 4 Spielmodi. Besonders geflasht hat mich, dass man diese 4 Modi hier oben ganz bequem auf der Konsole erreicht. Das ist einfach geil nah an dem, was man als DJ oder Producer eben kennt. Also erstes cooles Feature ist der DJ-Mode mit 3 verschiedenen Beats, Hip-Hop, Pop und EDM. Das wirklich coole an der Sache ist, wir haben hier jeweils variierende Sound FX-Gated Pads, die pro Sound sich dann jeweils ändern. Man kann hier 3 verschiedene Tempi eingeben. Bisschen langsam, bisschen schneller. Und 4 unterschiedliche Lautstärken, was auch ziemlich cool ist. Als zweites gibt es hier den Rack-Modus, das heißt, man kann einfach mal frei spielen. Und auf Replay drücken. Genial. Und wir haben hier den Show-Mode und das bedeutet einfach draufdrücken, bisschen abdancen und die Show genießen. Ey, saucooler Track, oder? Seien wir mal ehrlich. Als vierten Modus gibt es den Challenger Mode. Das bedeutet, der Beat Hero spielt vor und man selber spielt das dann nach. Und ich spiele jetzt bewusst einfach mal was falsch. Und dann kommt der Sound. Es gibt eine gewisse Anzahl an richtigen Wiederholungen und dann kommt ein echt toller Win-Sound. Das ist aber dann schon etwas advanced. Ein weiteres wirklich cooles und ich denke auch mal wertvolles Feature ist, hier hinten gibt es einen Klinkelanschluss. Das heißt, man kann Kopfhörer anschließen und es ist hier und da vielleicht für die Eltern etwas angenehmer bezüglich Lautstärke. Ja, mein Fazit dafür ist jetzt, die Funktionen bieten frühmusikalisch einen absoluten Mehrwert. Die Spielzeuggitarre und die Plastikblockflöte, ihr habt harte Konkurrenz bekommen. Das hier ist die Zukunft.